Herr Aygün, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für ein kleines Interview erneut. Und ja, ich freue mich ganz besonders heute, dass wir das Thema, was auch Ihr Steckenpferd insbesondere ist, die Lebensmittelindustrie mit dem Lebensmitteldiscounter anzugehen. Und genau, ich würde einfach sagen, wir starten. Gerne. Die Lebensmitteldiscounter im eigentlichen Sinne, wie jetzt beispielsweise Aldi, Lidl, werden moderner und verändern sich. Sind das jetzt eigentlich noch dann in diesem eigenen klassischen Sinne die Discounter, die wir damals kennengelernt haben? Also wie wir sie damals so klassisch kennen, ich sag mal in den 60er Jahren, da waren wir beide noch nicht auf der Welt, so mit 250 Artikeln bei Aldi, das ist es natürlich nicht mehr. Was wir aber feststellen ist, natürlich der Discount zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sagt, die günstigsten Preise und die Qualität hoch. Also das heißt ja nicht nur, dass, wenn die Preise günstig sind, dass die Qualität nicht passt, weil das nimmt der Kunde dann auch so nicht an. Wir sehen aber nach wie vor, dass sie dem Grundprinzip günstige Preise und Qualität hoch treu bleiben, aber es kommt auch zu Veränderungen. Ja? Also das heißt, gerade bei Aldi sehen wir, dass in der letzten Zeit sehr massiv auch Markenartikel mit eingelistet worden sind. Und wir beobachten auch, dass immer mehr Artikel eingelistet werden, die, ich würde sagen, im Premium-Segment angesiedelt sind. Wichtig hierbei ist eher der Hintergrund. Warum machen die das? In den letzten Jahrzehnten war es eher so, dass das Umsatzwachstum der Discounter sehr stark getrieben war durch die Filialexpansion. Und wir beobachten, zumindest in den letzten 2-3 Jahren, dass diese Filialexpansion gestoppt ist. Also Wachstum durch mehr Standorte gibt es so in der Form nicht. Und daher muss auf bestehender Fläche geguckt werden, was kann man noch anders machen, was kann man verbessern. Und wir beobachten auch, wenn Sie mal sich die Zahlen anschauen, 2005 hatten wir knapp 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Derzeit glücklicherweise, also 2017, sind es knapp 2,6 Millionen Arbeitslose. Also auch der Anspruch und auch die Möglichkeiten der Konsumenten verbessern sich. Sie haben mehr Geld zur Verfügung und das will natürlich auch der Discounter, davon will auch was abschöpfen. Ja, wir haben ja jetzt schon in der ersten Frage quasi den deutschen Sektor ein bisschen beleuchtet und die Frage, die sich auch mir jetzt aufdrängt in dem Zusammenhang ist, warum finden wir in Deutschland keine ausländischen Supermarktketten, beispielsweise Carrefour, also wenn man ins Ausland fährt, findet man diese Ketten überall, nur in Deutschland eben keine. Ja, also das hängt natürlich auch sehr stark mit der Wettbewerbsintensität des deutschen Marktes zusammen. Ja, wenn wir uns überlegen, Walmart, der größte Lebensmittelhändler der Welt, 300 Milliarden Dollar Umsatz, über 2 Millionen Mitarbeiter, auch die haben es im deutschen Markt 5 Jahre lang versucht, sich zu etablieren und haben dann am Ende festgestellt, mein Gott, das ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, da kommen wir einfach nicht klar mit. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo sich auch ausländische Händler zweimal überlegen, gehe ich in den Markt rein oder nicht. Wir beobachten ja genau das Gegenteil. Wenn Sie beispielsweise mal Aldi oder Lidl nehmen, wie expansiv die auch im Ausland sind. Jetzt Lidl ist in den Staaten jetzt gestartet. Also das heißt, wenn Sie es schaffen, in Deutschland Fuß zu fassen, das ist meine These im Lebensmitteleinzelhandel, dann sind sie sozusagen weltweit in der Lage, auch Business zu machen. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil einem Marktanteil von 40% der Discounter, es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so einen hohen Marktanteil im Bereich Discount hat. Das nächste Land, was dem etwas nicht mal nahe kommt, also knapp 22-23%, ist Österreich. Wenn wir uns die europäischen Top 5 Länder mal angucken, ob es jetzt Italien ist, Frankreich ist, die dümpeln bei 10-12% Marktanteil. Aber Tendenz natürlich steigend. Ja. Die Ist-Lage ist derzeit natürlich auch entscheidend. Okay. Ja, irgendwelche Herausforderungen muss dann der deutsche Lebensmittelhandel überhaupt dann auch meistern in diesem Zusammenhang oder auch in anderen? Ja, ich glaube, der deutsche Lebensmittelhandel, was das stationäre Geschäft angeht, sind die schon sehr stark und auch sehr gut aufgestellt. Also es gibt kaum noch weiße Flecken, gerade wenn man sagt, wo wollen wir Geschäft machen. Also da, wo es eine gewisse Bevölkerungsanzahl gibt, da gibt es auch die Geschäfte, die Lebensmittelgeschäfte, die stationären. Natürlich im ländlichen Raum beispielsweise gibt es große Herausforderungen. Ja? Also das heißt, es gibt in dem Bereich ganz große, ganz viele weiße Flecken, sage ich mal. Wenn ich jetzt so mal an die Eifelregion denke, ja. So wenn sie vielleicht knapp 1000 Einwohner, also ich sag mal Dörfchen haben, dann haben sie natürlich ein Problem, da überhaupt was zu bekommen. Auch wenn ich dann an die älter werdende Bevölkerung denke, also Senioren, die Tante Erna mit ihren 85 Jahren, die dann zur nächsten Einkaufsstätte laufen oder mit dem Rollator hingehen soll, die dann 7 Kilometer weiter weggeht.
Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, gerade für die Menschen in der ländlichen Region, aber auch für den Handel. Was für Konzepte kann es da geben? Mhm. Ja, und der Handel lebt ja auch immer davon, dass im Geschäft auch immer die Hoffnung, viele Leute kommen. Das ist dann natürlich etwas anders gelagert. Ja. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung. Ländliche Region auch mit dem demografischen Wandel zusammenhängen. Und das Zweite, und das sehe ich auch noch als ganz besondere Herausforderung, ist das Thema Internet oder Online oder Omnichannel, Multichannel. Dann haben wir ja in diesem Zusammenhang auch vielleicht andere Problematik, wenn wir jetzt wissen, okay, was ist noch zu meistern für den deutschen Handel? Wie ist da die Personallage? Also wie kann man das in dieser Hinsicht bewältigen? Ja, also das ist natürlich auch eine große Herausforderung, wenn Sie gerade an digitale Konzepte denken. Da brauchen Sie auch Menschen, die digital auch denken können. Ja, also das heißt, wir reden ja hier von den Digital Natives, das heißt, die damit aufwachsen. Und da ist natürlich auch Bedarf, gerade im deutschen Handel, dass da gesagt wird, wir brauchen Leute, die auch digitale Vertriebskonzepte denken können. Ja, also es geht nicht nur darum, über Google zu recherchieren, sondern wie kann man Konzepte entwickeln, wie kann man sozusagen auch zusätzlich Umsatz generieren, neue Geschäftsfelder entwickeln. Das ist eine ganz große Herausforderung. Dafür brauchen sie insbesondere auch sehr viele junge Menschen, die da auch bereit sind zu sagen, ja, ich will das mal etwas anders denken. Also die ganze Wertschöpfungskette verändert sich. Es geht ja nicht mehr darum, so dieser Klassiker, es gibt den Agrarbereich, es gibt die Industrie, es gibt den Handel, es gibt die Logistik und dann gibt es den Kunden. Mittlerweile verändert sich das so stark, dass der Kunde im Mittelpunkt ist und andere, beispielsweise die Industrie oder Agrarwirtschaft, versuchen direkt an den Kunden heranzugehen. Und das sind natürlich Herausforderungen, womit der Handel heute zu, ich will jetzt nicht kämpfen, hört sich so kriegmäßig an, aber das sind die Herausforderungen, was er zu meistern hat. Und da glaube ich schon, dass gerade junge Talente da auch nochmal so einen Spirit da reinbringen können, dass man da halt nochmal vorwärts guckt. Und gerade bei diesen digitalen Konzepten, das braucht der Handel definitiv. Verständlich. Ja, Erwin, dann habe ich noch eigentlich abschließend eine Frage. Was kann die IOFA jetzt in Ihrer Meinung nach da tun und wie kann sie da helfen? Wir bilden ja als IUFA, wir sind ja sozusagen eine Plattform letzten Endes, wo wir junge Menschen mit ausbilden, um sie berufsfähig zu machen. Und gerade wenn wir über dieses Zeitalter der Digitalisierung, über das Thema Innovation reden, da denke ich, haben wir eine ganz besondere Herausforderung in der Form, dass wir den jungen Menschen auch diese Kenntnisse mit vermitteln. Im Rahmen unserer Studieninhalte. Ja, und da geht es nicht nur um das Thema, was ich vertrete, Handelsmanagement, sicherlich auch im Bereich Logistik, Industrie oder auch jetzt neuer Master, der bei uns gestartet ist, Business Development Management. Da geht es ja letzten Endes auch darum, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Also ich glaube, wir bieten eine sehr gute Plattform, um jungen Menschen genau diese Kenntnisse zu vermitteln, unter anderem auch in Kombination mit Unternehmen. Dafür sind wir bekannt, das duale Studium. Und da sind wir sehr eng auch mit der Wirtschaft verzahnt, dass wir die Fragestellung der Wirtschaft tatsächlich dann auch mit Studierenden gemeinsam bearbeiten können. Und das ist, glaube ich, ein riesen Plus des dualen Studiums. Und mein Spruch in der Vorlesung ist ja, duales Studium doppelt Spaß. Das heißt, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Ohne Spaß geht es nicht, aber man muss natürlich auch die Kenntnisse haben, um letzten Endes auch die heutige Herausforderung zu meistern. Und ich glaube, da sind wir eine sehr gute Plattform. Ja, Eigen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview, dass Sie uns da auch nochmal ein bisschen das Thema Lebensmitteldiskonto näher gebracht haben. Und ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ihnen auch, bis dahin.